Hallihallo, meine lieben Tortellinis und Macaronis. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Tropico 5. Ich begrüße euch ganz herzlich. So, und wir haben den Auftrag bekommen, uns den Charme des US-Präsidenten zu, wie nennt man's? Zu erschnüffeln, wie auch immer. Haben Waren im Wert von 2493. Liebe geht durch den Magen, doch der schnellste Weg, um Freundschaft zu schließen, sind ein paar starke Drinks. Deshalb erscheine ich nie ohne eine Flasche in Ihrem Büro. Eben, das weiß ich doch, Penultimo. Ich bin doch immer ein... Du bist immer ein gern gesehener Gast mit deiner Flasche. So, der US-Präsident ist für seine Wettfreudigkeit bekannt. Gewinnen Sie ein paar Wetten, trinken Sie dann kräftig darauf und voilà! Er wird Ihr bester Freund sein, nachdem sein Kater verschwunden ist. Aufgabe, gewinnen Sie 3 Wetten. Belohnung, US-Präsident wird Ihr Freund. Okay, mal gucken. So, dann haben wir hier die Aufgabe. Mal gucken, wie wir diese Wetten denn abschließen. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsident. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Oh Gott. Universitätsleben? Das Mitglied Ihrer Dynastie ist bei seiner Universität auf ein kleines Problem gestoßen. Nach einer Nacht Erfüllung von Urt fleißigem Lernen hat er den Kopf der Statue des Universitätsschutzherrn gestohlen. Das gesamte Fußballteam belästigt, das Auto des Dekans vom Dach gefahren und umgekippt, sowie das ganze Wasser des Pools ausgetrunken. Ach ja, und währenddessen war er die ganze Zeit nackt. Wie wollen Sie damit umgehen? Ach, ich finde es eigentlich recht cool, was er gemacht hat. So wäre ich damals auch gewesen. Schmiergelder zahlen, damit nichts ans Licht kommt. Seine heldenhaften Taten in den Nachrichten bekannt geben. Ja, das... Oh ja. Wie kann ich denn einen Ruf plus haben bekommen, aber die Beziehung minus? Wollen wir denn mit der Krone überhaupt Beziehung? Ich dachte, wir wollten den amerikanischen... Weil ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich würde das feiern. Sogar ziemlich hart. Naja, da wir eh irgendwie Beziehungen verlieren, dann auch 20 ist ja wurscht. Ich finde, es sind heldenhafte Taten. Wunderbar, so, das hätten wir. Und dann schauen wir uns doch direkt mal an, was wir hier machen müssen. Okay, ich bin ganz Ohr. Aber ich wette, dass Sie es nicht schaffen, Agrarprodukte mit all den Steuern und Reglementierungen Ihrer Krone im großen Stil zu exportieren. Mein lieber Rudy Thompson, ich weiß nicht, was du vor mir hältst, aber ich werde es natürlich schaffen. Verdammt! Ich lege sogar noch ein paar Belohnungen drauf. Ich verschaffe eine gute Export, US-Exportgeschäfte oder eine schicke Forschungstechnologie. Aufgabe, verdienen mit Agrarexporten Sie ein, ich wollte schon sagen 100.000, aber es sind nur 10.000. Belohnungen. Sie gewinnen eine Wette und erhalten eine Belohnung von den USA. Von Murica. Reiche Scholle. Okay, Rudy Thompson. Ja, das machen wir doch mit Agrarexporten. 10.000 verdienen. Easy, easy. Easy peasy. Da können wir sogar noch hier... Noch? Ah, ne, wir haben nicht genug Geld. Damn. Um es mit den murikanischen Worten zu sagen. Damn. Damn this. Aber wir müssen... Großartige Neuigkeiten. Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen. Oh, ich auch. Ich auch. Effekt Plantagenverbesserung freigeschaltet. Alles klar. Das heißt, unsere einzige Maisplantage ist auch besser. Aber jetzt können wir den Abzug machen. Dauert 7 Monate. Aber dann haben wir diese Quest auf jeden Fall geschafft. Ich würde sagen, wir machen das diesmal so. Wir haben keinen Manager diesmal da. Der ist leider... An der Universität. Sir, die Krone hat beschlossen, in Tropico eine Grundsteuer zu erheben. Meine Freunde im Amt sagen, dass Isla Roja dahinter stecke. Ich weiß nicht, wie sie davon profitieren, doch wir werden mit Sicherheit darunter leiden. Die Krone fordert jedes Jahr $50 für jedes auf Tropico errichtetes Gebäude. Sie zahlen dabei sogar unseren Palast. Wow. Sind das Ärsche oder sind das Ärsche? Effekt, die Krone fordert jedes Jahr. Okay. Kann ja nichts anderes machen.
Wenn dem so ist, dann ist dem so. Alles klar, wir müssen ein kleines bisschen warten jetzt, deswegen mache ich ein bisschen schneller. Ein bisschen auf die Exporte. Wir haben nämlich zu wenig Geld, um uns eine weitere Rinderfarm bauen zu können. Hoffe jedoch, dass das nächste Mal, wenn der gute Frachter... Oh, der fährt erst weg. Oh, und da kommt einer. So. Ah, perfekt. Die Krone überweist uns 3.800. Ich habe die Befürchtung, dass je nachdem, wie unsere Kronenbeziehungen sind, das Geld, das uns von der Krone überwiesen wird, je nachdem sinkt oder steigt. Wir haben nämlich letztes Mal 5.600 bekommen und jetzt nur noch 3.800. Das heißt, diese 20 Kronenbeziehungen waren nicht sehr gut für das Geld zumindest, was wir bekommen. Aber immerhin haben wir jetzt 4 Bürger bekommen und müssten doch auch eigentlich was exportiert haben. Ich sehe nämlich Kisten, die in den Frachter geladen werden. 5.900, sehr, sehr, sehr gut. Wir haben ziemlich viel Fleisch exportiert, aber wir können natürlich nie genug haben und deswegen bauen wir doch direkt nochmal eine... Oh! Warum nicht dann gleich einfach? Warum? Okay, scheint anscheinend nicht der richtige Ort für eine Schweinefarm zu sein. Gut, ob das neben den Wohnungen halt der bessere Ort ist oder ob ich einfach nicht genug Platz habe. Nein. Nee, hier ist es grün, hier kann ich... Okay, verstehe. Vielleicht setze ich die dann auch einfach einen kleinen Ticken weiter. Kann ich die nicht hier irgendwie an die Straße setzen? So zum Beispiel? Oh, das ist doch cool. Ja, dann machen wir doch hier die Schweinefarm hin. Warum nicht? Perfekt. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Ach, super. Als Zeichen des Danks für ihre Unterstützung der Bewegung bieten die Revolutionäre ihnen ihre Hilfe an. Denken Sie daran, sie brauchen einen Zustimmungswert von mehr als 50%, um die Unabhängigkeit zu erklären. Eine größere, das kennen wir alles schon. Deswegen... Gut, wir haben die Quest noch nicht, in der wir neue Schmugglerrouten importieren müssen. Das heißt, wir lassen das auch erstmal so in... Ja, die Revolutionäre... Großartige Neuigkeiten! Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Wir mussten einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte, und verloren darüber einige gute Männer. Schon wieder Penultimo? Haben wir das nicht auf der anderen Insel schon mal durchgemacht? Ihr lernt ja wohl nie aus. Nie. So, okay. Dann gucken wir doch mal, was wir direkt erforschen können. Was macht denn Sinn, Vorarbeiter, Sägewerk? Erstmal natürlich, glaube ich, die Cowboys. Oder? Was brauchen wir denn? 2 weitere. Also es ist relativ egal, was für welche wir machen. Wir exportieren Fleisch. Deswegen, oh, wahrscheinlich die Vorarbeiter. Ja, okay. Dann machen wir erstmal... die Produktionsfertigkeiten erhöhen. Wir haben schon 22%, das ist sogar schon nicht schlecht für die kurze Zeit. Autsch. 900 abgebucht worden als Grundsteuer von der Krone. Also es wird Zeit, dass wir eine Revolution starten. Und wir haben dazu auch eine neue Quest. Na, schauen wir doch mal. Wussten Sie, dass auf unserer Insel Schätze vergraben sind? Wir sollten danach suchen. Oh mein Gott. Sie hat recht, wir sollten nach Schätzen suchen. Gestern besuchte mich ein seltsam aussehender Mann und verkaufte mir diese Schatzkarte. Darauf sind verborgene Schätze unter der Oberfläche Tropikos verzeichnet. Sie sollten unsere Wissenschaftler beauftragen, einen Weg zu erforschen, um sie aus dem Erdreich zu bergen. Aufgabe: erforschen Sie die Technologie, die Schaufel. Belohnung: Unterstützung durch Revolutionäre. Dank Ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Ja, ich weiß. Als Zeichen für den Dank brauchen wir mehr als 50%. Alles klar, deswegen importieren wir natürlich wieder die Revolutionäre. Wir haben nur noch 2 Jahre und 1 Monat. Das heißt, wir müssen unsere Revolution entweder relativ schnell starten oder eine Mandatverlängerung bekommen. Lieber die Revolution schnell starten. So, was möchte die gute Frau... Liebe geht durch den Magen, doch der schnellste Weg, um Freundschaft zu schließen... Okay, ja, dazu war Agrar... Ja, genau. Die Agrarprofite müssen wir steigern. Dazu haben wir uns die Schweine geholt. Ach so, aber hier könnten wir doch theoretisch mit unserem Geld, das wir jetzt noch haben, eine andere
Farm hinmachen. Und zwar die Rinder. Warum? Okay, können wir nicht. Aber haben 6 weitere Bürger bekommen. Das ist doch supi. Okay. Es bleibt uns eigentlich nur noch kurz abzuwarten. Jo, Fleisch haben wir exportiert. 7700, nicht schlecht. Aber die Agrarprofite sind noch nicht monströs, aber wir haben eine neue Mega-Quest. So, ich mache ein bisschen langsamer, da es 2 sind, und dann schauen wir uns da erstmal die große an. Etwas anpflanzen? Das kann jeder. Aber versuchen Sie mal, im großen Stil mit Rindfleisch zu Geld zu kommen. Ein hartes, stinkendes Geschäft. Na, what do you say? Yeah, yeah, dude, I say yeah. Yeah, I can. Wir wollen es nicht zu schwer machen. Jeder Export zählt, Rinderprodukte, Fleisch und so weiter. Mein Einsatz ist ein Opernhaus oder etwas Bürokratie. Davon habe ich reichlich. Kann man ja nie genug davon haben. Ja, Aufgaben verdienen Sie mit Rinderexporten 10.000. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Rinder. Sie gewinnen eine Wette und erhalten die Belohnung. Ja, supi, das brauchen wir auf jeden Fall. Bevor wir die nächste Quest angucken, bauen wir uns nochmal Rinderfarm. Jetzt gucken wir aber, wo wir... Ah, okay. Hier ist schon outfarmed. Jetzt müssen wir outsourcen sozusagen und können im Prinzip ja... Da es für die Quest ist und unsere Stadt nicht unbedingt mega schön aussehen... Hä? Mega schön aussehen muss. Ja, zum Beispiel hier noch eine Rinderfarm hinbauen. Und wenn wir schon dabei sind, nochmal eine Rinderfarm hier unten. Ja, es ist nicht im Grün, also nicht optimal. Das ist nicht... Ja gut, aber... Immerhin kreuzt es uns nicht in irgendwelche anderen Infrastrukturen. So. Okay. Und jetzt gucken wir uns doch direkt mal... Können wir nicht auch jetzt mittlerweile irgendeinen Vorarbeiter oder einen Manager... Nein, immer noch nicht. Ich saß neulich mit 3 anderen Wissenschaftlern zusammen und wollte eine Runde Skat spielen. Doch das klappte nicht so ganz. Also erfanden wir in unserer Genialität ein brandneues Spiel. Quartett. Ihr seid wahrlich genial, Penultimo. Effektmanager-Fertigkeiten für Produktionsgebäude freigeschaltet. Supi. Das heißt, hier? Aha. Seht ihr? Gebäudeeffizienz steigt um 5. Direkt mal den Aufseher. Wie heißt die gute Frau denn eigentlich? Genoveva Guzman. Okay, Genoveva nicht entlassen, auswählen, zurück. Okay, du bist hier der Aufseher und dann gucken wir doch direkt in der anderen Farm. Was haben wir hier? Ein Mentor. Effizienz von Gebäuden in der Nähe steigt. Sollten wir das nicht vielleicht hier in so einem Gebäude, das alles beinhaltet? Das machen wir nämlich hier. Wer bist du denn eigentlich? Der Alphonse Daniel. Okay, dich stellen wir hier ein. Wunderbar. Okay. So, das hätten wir und dann schauen wir doch mal, was die nächste Quest uns zu bieten hat. Unsere Armee mag zwar klein sein, doch in den Herzen unserer Soldaten brennt das Feuer der Revolution. Wir brauchen mehr tapfere Männer und Frauen wie Sie. Evita, du schreist! Warum schreist du? Die Söhne und Töchter der Revolution sind bereit, ihr Leben für die Freiheit zu opfern. Wir müssen sicherstellen, dass ihr Opfer nicht vergeblich ist. Und wir müssen unsere Armee aufrüsten, damit wir gewinnen und unsere Unabhängigkeit verteidigen können. Bauen Sie ein neues Militär vor. Unterstützung durch Le Revolutionnaire. Alles klar, wir bauen ein neues Militär vor. Haben wir jetzt auch schon genug Geld dazu? Und wir können was Neues erforschen. Sehr gut. Die Frage ist, was bringt uns das Sägewerk im Prinzip eigentlich? Wir haben nur eine... Na, da machen wir doch erstmal die Cowboys. So, dauert auch nur 5 Monate. Und wir gucken lieber mal, wo wir unser Militär vorhin bauen können. Wie viel kostet das eigentlich? 6.200. Holy! Jetzt bin ich darum überlegen, ob ich nicht lieber noch ein paar Farmen bauen sollte und erstmal unsere Profite steigern, bevor ich anfange, ein Militär... Obwohl... Ich habe halt nur noch ein Jahr. Wenn jetzt Leute von den anderen Inseln kommen sollten, dann sieht es aber rappelduster aus. So, wo setze ich das denn hin? Ich baue eine Straße von hier, glaube ich, von meinem Palast einfach mal hier in die Walachei. So, und dann von hier aus setze ich, wie rum gehört das denn eigentlich? Ah, so.
hier hinter dem Palast. So als Tarnung. Der Palast tarnt quasi das Militär vor. Also wenn die Leute von hier ankommen, komm, wir ragen jetzt in der Stadt rum und plündern alles und machen alles. Oh, hier ist der Palast, lass ihn uns holen. Oh, 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 oh. Hier ist ja auch noch ein Militärfort. Jetzt kriegen wir auf die Schnauze. Das ist der Plan, den ich damit verfolge. Hoffentlich kriegen wir auch richtig schön viel Kohle und viel mit Fleisch. Und nur ein Burger. Der hätte auch mal einen Burger mitbringen können, wenn er schon bei Mc's war. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ach, das ist aber nett. Ich brauche die Mandatsverlängerung auf jeden Fall. Ich habe nur noch ein Jahr und 11 Monate, knappe 2 Jahre und doch noch einiges vor mir. Deswegen nehmen wir die Mandatsverlängerung. So. Hier funktioniert alles super. In der Mine funktioniert auch alles super. Ach genau, wir sollten nach den Schätzen gucken. Aber wo? Hier ist auf jeden Fall... Wir schicken, glaube ich, einfach mal so quer... So, hier Erkundungstrupp, einfach quer zu diesem... Oh, ich habe 2. Oh, 3. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Junge, du nervst. So, Lord Oxworth, mit der... Was? Mit Freunde? Mit Freunde kann ich verkünden? So, mit Freunde kann ich verkünden, dass unser Familienmitglied erfolgreich nach seiner Ausbildung im Ausland zurückgekehrt ist. Ich darf anmerken, dass es mich freut, zu verkünden, dass er nicht nur gebildet, sondern auch mit einer gewissen Resistenz gegen alkoholische Getränke zurückkehrt. Ja, das ist klar, wenn man an der Uni war, dann entwickelt die Leber doch wahrlich ein Eigenleben, wenn man das so nennen kann. So, alles klar. Und ich würde sagen, wir schicken die einfach mal erstmal an die oberste Mine und hoffen, dass wir auf dem Weg vielleicht irgendwie einen Schatz erkunden. Und da läuft unser Trupp auch schon los. Sehr gut. Ja, und da denkt sich der Gabriel Lannister... Die Stimme in meinem Kopf. Ja, passt auf jeden Fall nicht zu deinem Aussehen. Was kann er denn jetzt mehr? Ich dachte, du bist jetzt so mega krass. Ach so, ein Global. Okay, verstehe. Ja, du bist ja ein Super-Astronaut. Alles klar. Und wir haben eine neue Quest. Wunderbar. Die Krone hat uns, ja, mal kurz einen Taui geklaut. Und wir schauen uns doch mal an, was die Quest zu sagen hat. Sieht aus, als wären die vergrabenen Schätze in Wahrheit Bodenschätze gewesen. Wie auch immer. Irgendein Schatz ist besser als gar kein Schatz. Es war eigentlich klar. Wie enttäuschend. Es scheint, als hätte ich eine Karte mit Bodenschätzen statt mit Piratenschätzen bekommen. Ich hatte mich auf ein aufregendes Abenteuer gefreut. Nur geschaufelt wird in beiden Fällen. Aufgabe: besitzen Sie ein Bergwerk. Das haben wir. Belohnung: Unterstützung durch die Revolutionäre. Alles klar, nehmen wir an. Denn das Bergwerk ist, glaube ich... Unsere Bergmänner haben einen merkwürdig geformten Erzklumpen entdeckt. Wenn man die Augen zusammenkneift und den Kopf leicht neigt, sieht er fast aus wie... Wenn sie schon so... Ich kann mir vorstellen, was... Wenn man den Kopf leicht neigt und die Augen ein wenig zusammenkneift... Oh, wir sollten den Goldklumpen verkaufen und den Erlös für die Revolution verwenden. Ich bin sicher, dass es viele gibt, die für dieses Wunder der Natur gutes Geld zahlen würden. Ja, ich auch. Was sind Ihre Befehle, Gouverneur? Den Goldklumpen dem König schenken, das machen wir diesmal nicht. Dem Goldklumpen verkaufen, 4000 nur. Oder einem Familienmitglied geben. Ich glaube, ich will ihn verkaufen. Ja. Hier. Ivan El Presidente hat jetzt einen... Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von 2 Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht. Ach, Penultimo. Hört sich ja fast an wie Brokeback Mountain oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ich habe ihn leider nie gesehen. So, jetzt will jeder auf Tropico auf einer Farm arbeiten und ich werde nie die Anerkennung dafür bekommen, alles für die Farmverbesserung freischalten. Tja,
Okay, alles klar. Die Evita. Okay, okay, was machen wir denn jetzt? Die Bürokratie. Ja, das brauchen wir für die Wetten. Aber 13 Monate. Gut. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall in unserem Besitz einen Goldphallus. Das freut mich. Und ja, mit einem guten Gewissen werde ich jetzt die Folge beenden. Und ihr seid hoffentlich natürlich nächste Folge wieder dabei. Macht's gut, ciao.